Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr Benutzergruppen im Unify Controller anlegen könnt, um zum Beispiel für das Gastnetz die Bandbreite zu reglementieren. Wenn ihr zum Beispiel keinen extra Internetanschluss für das Gastnetz habt, sondern zum Beispiel über eure eigene Leitung geht, wäre es sinnvoll, dass man zum Beispiel im Gastnetz die Bandbreite reglementiert. Und das zeige ich euch heute. Zunächst gehen wir einmal auf den Unify Controller, melden uns an, dann sind wir hier einmal auf der Standardoberfläche, in meinem Fall in der Importzone, dann gehen wir einmal auf Einstellungen, gehen einmal auf Benutzergruppen und standardmäßig ist bei allen Wi-Fis Default ausgewählt. Und Default heißt unbegrenzt. Das heißt, das WLAN kann die volle Bandbreite des Internetanschlusses nutzen. Ist natürlich an sich fürs normale Netz in Ordnung, nur für zum Beispiel das Gastnetz sehr sinnfrei. Da wir dann ja Probleme haben, dass zum Beispiel die ganzen Gäste die komplette Bandbreite aufbrauchen. Als Beispiel, wenn man so 20, 30 Gäste hat, dann ist das recht schnell aufgebraucht bei zum Beispiel einer 100.000er Leitung oder einer 50.000er Leitung. Dann gehen wir da einmal durch. Wir klicken einmal auf Neue Benutzergruppe erstellen und dann können wir hier einfach sagen Begrenzung 20 Mbit. Und dann können wir hier nämlich den Download-Bereich und den Upload-Bereich begrenzen. Upload an sich ist eh eher irrelevant. Dann schreibe ich einfach hier 20 und hier auch 20 rein. Aktuell habe ich 400.000. Jedoch nur eine 40 ab. Deswegen kann man hier ruhig die Hälfte machen. Und hier habe ich einfach erstmal 20 gemacht, damit man das reglementiert. Genau. Gehen wir nämlich dann auf Speichern. Dann hat er es hier angelegt und dann müsste es natürlich noch den einzelnen WLANs zuweisen. Das kann ich euch jetzt auch mal zeigen. Wir gehen einmal auf Drahtlosnetzwerke. Dann haben wir hier in dem Fall das Test-Wi-Fi. Gehen auf Bearbeiten. Klicken hier unten auf Erweitert. Und wählen hier einmal die Benutzergruppe aus. Wenn wir die Benutzergruppe hier wechseln, sind alle Leute, die sich mit diesem WLAN verbinden, reglementiert auf 20 Mbit Up und Down. Dann noch auf Speichern drücken. Und schon habt ihr die Reglementierung eingerichtet, primär sinnvoll für Gastnetzwerke. Bei Fragen unten in den Kommentaren für einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Dankeschön!